Die Spicke in Kleinern, ein beliebter Freizeittreffpunkt mit vielen Möglichkeiten, war Treffpunkt mit Staatssekretär Uwe Becker im Gespräch mit verschiedenen Verbänden und Touristikern des Landkreises Waldeck-Frankenberg, insbesondere mit der ETI, dem Landschaftspflegeverband, dem Nationalpark, dem Naturpark. Und auch Bürgermeister waren vertreten. Nachfolgebereiterin, das ist aus dem anderen, aus dem Bundesprogramm gefördert worden, Betriebsübergabe-Coach, das läuft sehr erfolgreich, vielleicht können wir sowas dann übertragen und das ist ein Thema. Ja, da haben wir aber noch zu tun. Also es gibt Einzelprojekte, die man als Beispiel noch benennen kann, aber das ist nur so ein Aber der Arbeit. Deutschen Wanderverband vom Naturpark, von den Orten nochmal ausgewählte Wege und dadurch ist das jetzt ein einheitliches Wegenetz und Wegesystem für die ganze Region und das hatten wir vorher so eben noch nicht. Da hatten wir immer nur einzelne Wege ausgewählt. Wer macht denn dann in Anführungszeichen Qualitätssicherung? Hat das dann der Bauhof oder haben Sie da jemanden beauftragt, der dann immer wieder das mal kontrolliert, repariert? Weil solche Dinge werden ja gerne mal mitgenommen. Ne? Ja. Wir haben mit der Kommunalwald GmbH die machen einen Überlassungsvertrag für die Forstwirte. Wir müssen mal gucken, wie die Kapazitäten sind, aber die sind in der ganzen Region tätig und können sich darum kümmern, sind sowieso im Wald unterwegs. Ja. In welchen Abständen sind die gesetzt oder überall dort, wo sich ein Weg jetzt gabelt? Immer wo sich zwei Wege kreuzen, ist ein Knotenpunkt und mindestens die Hälfte der Knoten muss ausgeschildert sein. Wir haben erstmal alle ausgeschildert, weil auch noch welche dazu kommen, wo sie es nicht haben. Nee, auf der anderen Seite. Achso, auf der anderen Seite. Ja. Jetzt kommt sie. Aber das endet sozusagen der. So. Und bitte mal hierher schauen. Das funktioniert einfach frei. Sehr schön. Ja, ist doch mit Handy. Hat jemand die Schere mit? Wie ist das mal der schlechte Film? Da kommt ja immer mit so einer Machete. Ja, ist doch cool.